Ja, Hallöchen, hier ist wieder Pyroplosion mit einem kleinen Mischbeutel für meine leicht erkrankte Tochter, die ist anderthalb. Die steht da oben am Fenster, ihr seht sie nicht, weil es ist gerade alles dunkel. Ja, da schneide ich euch jetzt ein lustiges Video zusammen von einem Feuerwerk für sie. Ja, da hätten wir zuerst einen kleinen Cyborg-Vulkan aus dem Riesen-Vulkan-Set von Leslie, keine Ahnung mehr wie es heißt, aber trotzdem viel Spaß. Ah ja, die waren auch schon mal besser. Als nächstes hätten wir hier für euch die Quattro-Fontäne aus dem Leuchtspektakel-Set von Lidl. Mal gucken, wie die dieses Jahr ist. Na dann, feuerfrei. Ach, ja, wenn der Bordstein hier nicht wäre. Ja, wie gesagt, die ist immer noch hammergeil für das Geld. Lohnt sich auf jeden Fall, das Set. Ach ja, mir fällt es wieder ein. Ich weiß jetzt, wie das Set hieß, wo die ganzen Fontänen drin waren. Das war das Pathfinder von Leslie, was für das Geld einfach mit das Beste ist. Und wie gesagt, für meine Tochter, die ja leicht erkrankt ist mit ihren anderthalb Jahren und ein bisschen Angst hat, finde ich das eigentlich nicht schlecht. Hier fahren noch ein paar Autos rum, ein paar Reisegewillige. Na gut, ich drehe auch 18 Uhr das erste Video. Von daher, viel Spaß damit. Naja, nicht schlecht. Das Cracking am Ende hat mir sehr gut gefallen. Gleich hinterher zünden wir natürlich hier die Luftikus. Die steht ein bisschen schief. Mal gucken, dass wir sie Richtung Straße richten. Weil Häuser wollen wir ja schützen hier. Ah. Ja, schade, dass die Luftikus ihren Luftikus verloren hat. Den wunderschönen Pfeifton, den sie vor 2 Jahren noch hatte. Aber wie gesagt, für so eine Fontäne ist es trotzdem nicht schlecht. Oh, das war's schon. Okay. So, hier haben wir den allzeit beliebten Überraschungsvulkan aus dem Leuchtspektakel-Set. Mal gucken, wie er uns diese überrascht, ne? Oh Mann, der hat ja immer noch seine riesen Crackling-Ausbreitung, nicht schlecht. Naja, zünden wir hier gleich den zweiten Jorge JF 21. Ich meine, hier ist es zum Kotzen. Keiner hält sich an die 50 km/h in geschlossenen Ortschaften. Ich meine, mal eine Böllerkette auf die Straße legen, mal sehen, was die denn sagen, wenn die auf einmal losgeht. Spaß beiseite, nee. Wir konzentrieren uns auf den Jorge JF 21. Mal gucken, wie der ist im Blau. Der davor war ja nicht ganz so pralle. Vielleicht sieht der jetzt besser aus. Wir sind gleich schlauer. Naja, ist auch Geschmackssache. Zwar hoch, schön, aber
außer heißer Luft nicht. Ja, dass mein herzallerliebstes Töchterlein auch mal große Explosionen sieht, haben wir hier die Weco Poison. Das ist allerdings noch die Weco Poison aus dem letzten Jahr, weil dieses Jahr soll sie ja schwächer geworden sein, war ja 1 Euro günstiger. Ja, wir werden ja sehen, was die bringt. Nachher filme ich noch die andere und dann schneide ich das zusammen. Ja, man merkt eindeutig sofort die Poison aus dem letzten Jahr. Die war noch richtig hammergeil. Mal gucken, wie daher denn die andere abläuft.